So, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Poketor Monster Blaze Black 2. Gut, im letzten Part habe ich meine Pokémon ein bisschen trainiert, ja, ein bisschen, ne? Und ja, in diesem Part habe ich vor, noch in die vierte Arena einzudringen und eventuell dann im nächsten Part Kamina zu besiegen. Aber vorher müssen wir unsere Pokémon trainieren. Ja, das muss sein, anders wird es bei nicht klappen, ne? Ne. Gut, hier haben wir ein schönes Exemplar von Bummels. Ich verstehe es irgendwie nicht. Bummels ist erstmal sehr lahm. Dann die Weiterentwicklung ist wiederum sehr schnell. Und die Endentwicklung ist wieder total langsam. Ich meine, wo liegt der Sinn, Game Freak? Wo der dünn, fett und... andersherum. War der fett, dünn und dann wieder fett oder wie? Hä? I don't know. I can't sagen, dass hier... Na, scheiß drauf. Gut, meine Pokémon sehen gerade nicht so wirklich im Top-Zustand aus, wie ich gerade hier sehe. Unten halt, ne? Mein Pokémon-Team ist sehr geschwächt. Am besten ist es, wenn ich gleich zum Pokémon-Center renne und da meine Pokémon ein bisschen heile. Joa, das wäre mal eine gute Idee, ne? Okay, Boss. Setzt Wing Attack ein. Wundert euch nicht, dass das jetzt so laggy aussieht. Habe ich extra gemacht, damit das Spiel ein bisschen schneller läuft. Ja, damit wir nicht so viel Zeit hier verschwenden, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Egal. Nächstes Pokémon ist ein Pinsir. Oh, Pinsir, du machst mir Angst. Du bist mir ja einer. Du machst mir richtig Angst, Digga. Uff, Brick Break. Und ouch. Naja, ich würde sagen, adios, Schwalbon. Scheiße. Am besten ist, wenn ich Conan reinschicke und dieser, du zeigst es diesem Pokémon jetzt. Conan setzt Flame Charge ein. Und ist das Pokémon down? Und es ist down! Yeah, baby, yeah! Okay, ja, Torge-like war das jetzt. Nee, Sandra-like, excuse moi. Die Pokémon Rangerin ist besiegt. So, yeah. Und wir halten eine Battle, yeah! Gut, so viel dazu. Hier haben wir noch einen Ranger. Ja, komm, scheiß drauf. Wenn wir schon hier sind, machen wir das auch alles schön fertig. Genau. Gut, Ranger mit zwei Pokémon. Alter. Willst du mich mit deinem Pokémon da bedrohen oder was? Ohne Witz, was soll der Scheiß? Egal. Hier haben wir ein Lil Mini, ein Pokémon aus der fünften Generation. Ein Pflanzen-Pokémon. Joa, viel dazu gibt es eigentlich auch nicht zu sagen, abgesehen von, dass das Pokémon, die Weiterentwicklung ist Dressella und ich finde Dressella eigentlich ganz cool. Finde ich besser als Elfun oder wie das auch immer heißt. Also diese Afro-Entwicklung von Wormball. Ja, scheiß drauf, komm. Nitro-Ladung, damit ist die Sache auch beendet. Ich bin gerade eben vom Bewerbungsgespräch meines Sozialpraktikums, das ich in einem Krankenhaus mache, zurückgekommen. Und die meinte da so ganz spontan, ja, die Arbeitszeiten, also wo ich Dienst habe, sind von 7 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags. Gut, schön und gut. Würde das jetzt hier direkt nebenan sein, wäre es kein Problem, aber der Weg dauert eine Stunde bis dahin. Scheiß drauf, wenn ich jetzt Bus oder Bahn nehme, ne? Ja, ich muss ja wohl über Bus oder Bahn nehmen. Bus, Schrägstrich und oder Bahn. Ach, scheiß drauf. Ey, ihr wisst, was ich meine, ne? Also muss ich um 5.30 Uhr 30 aufwachen. Ja, geil. Halbe Stunde vorbereiten. Und dann, eine Stunde frei. Das gibt's doch nicht. Nee. Hier haben wir Grasmixer, cool. Du da. Bist ein Zoroark, ne? By the way, do you know a Pokémon called Zoroark? So, jetzt guckt. TM Snarl. Okay, jetzt guckt zu und gucke. Ein Zoroark. Boah, Magic, Digga, Magic. Hätte jetzt nicht voll damit nicht gerechnet, ey. Okay, ein Knilz, wie geil. Die Weiterentwicklung ist ein Kampels. Knilz ist ein Pflanzen-Pokémon. Und die Weiterentwicklung Kampels ist ein Kampfpflanzen-Pokémon. Hat zwar vierfache Schwäche gegenüber Flug-Pokémon, aber so schlimm finde ich das eigentlich nicht. Das Pokémon ist schon ziemlich chillig. Ich bin bekifftes Pokémon. Naja, ohne Witz, das. Overs Aussehen sagt das sozusagen, ne? So wie das Ding aussieht, ey. Hässiger geht's nicht, ne? Also Game Freak, ne. Na okay, Over ist cool. Over ist cool, sagt nichts. Ich hab mich vertan. Sorry.
Sorry, Overlay School. Ja, ja, alles klar. Ich will keinen Stress anfangen. Ich will echt keinen Stress anfangen. Naja. Gut, ich würde sagen, erstmal auf zum Poketo Monster Center. Gegen hin und her werde ich wohl erst nach dem Battle kämpfen. Erstmal heile ich meine Pokémon. Jo, hier, Schwester Joy. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter in der ersten Arena. Es gibt ja zwei Arenen. Wir gehen erstmal in die alte Arena. Und danach erst in die andere. Denn ich will in der alten Arena. Naja, aber ich will meinen Pokémon etwas trainieren. So, das ist die alte Arena. Und die neue Arena ist wiederum diese hier. Ja, früher endete der Weg hier. Hier irgendwo. Hier war dann früher N. Naja, egal. Gute alte Zeiten, ne? Ja, ein auf. Gut, gehen wir rein und ich würde sagen, direkt hier. So, hier rein und so zu. Ich würde. Ich habe wohl Kopfschmerzen bekommen, ein auf. Gut. Welches Pokémon soll nach vorne? Knackleon am besten. Switch und dann Knackleon nach vorne. Ich würde sagen, wir kämpfen jetzt gegen dich hier. Oder willst du nicht kämpfen? Nee, der wollte gar nicht kämpfen. Ich würde, nee, nichts gut. Oh, nee, nee. Oh, verpasst. So ganz knapp verpasst. Finde ich voll unkorrekt. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Ah, Halleluja. Gut, hier rein und danach, hier. Ja, genau, so ist es recht. So, was ist mit dir? Willst du hier irgendwie kämpfen? Nö. Hä, was? Das ist hier ein Jogging Center. Ja, McFit oder was? So, ein auf, ne? Und hier haben wir aber, jetzt hier haben wir einen Trainer, oder? Yes, ich hab's gewusst. Da könnt ihr so viel drumherum reden, wie ihr wollt, ich hab's gewusst. Gut, wir kämpfen gegen einen Schnösel und wir besitzen Pichu. Oh, cool. Pichu Level 28, ein Elektro-Poketo-Monster aus der Johto-Region. Ich würde sagen, ich setze jetzt einfach mal einen Dick ein. Ich wollte ja Bulldozer einsetzen, nur ich habe mich jetzt gerade voll vertippt. Scheiß drauf. Das müssen One-Hits sein, ja? Ist auch der Fall. Perfekt. Ja. Jetzt kommt Blitzel in den Kampf. Okay, Bay kann drin bleiben. Elite Saber ist kein Problem. Pursuant, ja, müssen nicht viel abziehen. Ja, ist auch der Fall. Und Bulldozer. Perfekt. Gut, soviel zu dem Pokémon. Das nächste Pokémon ist ein Tynamo. Was ist Tynamo? So, das ist der. Ah, okay. Rock Slide, komm. Decker, ja, das besitzt Schwebe, das Pokémon. Von daher kann ich das nicht angreifen. Hm. Egal. Ist auf jeden Fall ein geiles Pokémon. Definitiv. Ist es schon wert, im Team zu haben. Es ist echt wert, dieses Pokémon im Team zu haben. Hatte ich schon in meinem Black 2 LP. Deswegen wäre es etwas langweilig, wenn ich jetzt das gleiche Pokémon wieder im Team haben würde, oder? So, hier, perfekt. Rein und dann, und so und wow, perfekt. Ich würde voll perfekt. Gut, jetzt hier drauf. Jetzt warten wir. Jetzt müsste, glaube ich, aber eine Trainerin kommen. Ja, genau so ist es auch. Gut, kommst du? Kommst du? Hier. Mrs. Eliza. Ach, scheiße. Okay, drei Pokémon besitzt die Schnöselin. Erstmal ein Plusel. Elektro-Pokémon. Höhenregion. Apropos Höhenregion. Ich habe zwar jetzt meine Projekte so geplant, was nach den drei Projekten, die zurzeit aktiv sind, kommen wird. Das ist schon alles in meinem Kopf drin. Nur ich habe auch vor, naja, die dritte Gen zu zocken. Auf jeden Fall werden es wieder zwei Pokémon-Spiele, die ich let's playe. Ich will aber noch nicht spoilern, von daher. Und nach Nugio will ich auch noch was anderes spielen. Also kein Pokémon spielen, sondern irgendwas anderes, damit auch ein bisschen Abwechslung in meinem Channel ist. Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Ich weiß noch nicht, was genau, aber ja, da wird schon was kommen, ne? Kein Problem. Ist kein Problem, ich schaff das schon. Okay, ja, ich wollte ja eigentlich auf die Höhenregion jetzt hinaus. Höhenregion, soll ich ein Let's Play starten oder nicht? Schreibt's in die Kommentare. Ja, ein auf White City. Ich hoffe, niemand hat's gemerkt. Psch, nix sagen. Okay, Lady Colette ist besiegt.
Okay, du bist jetzt besiegt. Hallo, ich warte. Ja, yeah, perfekt. Du lässt mich rein. Ich finde voll konkret von dir. So, und jetzt Loop. Okay, hier ist jetzt nichts mehr, ist mir klar, aber die musste uns doch irgendwas geben, ne? Nur ein paar Reihen, als ob wir jetzt nur wegen ein paar Reihen hier hingekommen sind. In der japanischen Version habe ich gar nicht gecheckt, was wir hier bekommen haben, glaube ich, ne? Oh, unnötig, egal. Scheiß drauf. Kommst du, ich warte. Ja, kommst du. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal auf zum Pokémon Center und dann erst zur Arena. Ja, auf zum Pokémon Center. Okay, hier erstmal Pokémon heilen. Schwester Joyschen. Joyschen. Schwester Joyschen. Heil mal meine Pokémon, Schwester Joyschen. Joyschen. Scheiße, ich wollte ja Elekid noch ein bisschen trainieren. Ja, Elekid muss warten, ne? Was soll ich machen? Elekid muss warten. Und ich kann Elekid sowieso nicht in der nächsten Arena gebrauchen, da ich, ja, hier dann gegen Turner kämpfe. Der besitzt dann Dings-Pokémon. Boden-Pokémon, genau. Da helfen so Elektro-Pokémon nicht wirklich. Da müsste ich Zane und Crow, eventuell sogar Boss, also hier, Verkoke. Beziehungsweise Flambirex, falls ich das dann schon habe. Und noch ein paar andere Pokémon. Hier, was ist mit dir? Okay, jetzt können wir gegen die kämpfen, oder? Ja, jetzt können wir gegen die Frau kämpfen. Oh ja. Guter Junge, gutes Mädchen, guter Junge. Egal, was besitzt du? Nur ein Pico, Chiller auf Level 24. Ja, nicht sonderlich stark, aber was soll man machen? Bulldozer, come on. Okay, Swift ist nur Sternschauer. Chill, beruhig dich, ist nur Sternschauer. Ist kein Problem, schaffen wir. Ja, haben wir auch geschafft. Perfekt. Gut, Trisha ist besiegt. Trisha. Trisha. Oh ja. Okay, schön, cool. Oh, geil, hier flirten so, ne? Geil, ey. Richtig geil. Ja, ja, komm, hier, mach keinen Scheiß, Trisha. Ist das nicht romantisch? Pokémon-Liebe. Ich heule nicht. Ich weine nur aus meinen Augen. Scheiße, die können es ja nicht mal sehen. Scheiße, egal. Also ich muss schon sagen, Pokémon Black 2, Pokémon Black 2, das ist sehr romantisch gestaltet, ne? Ja, meine Nase ist voll scheiße. Das ist so einfach nur wunderschön. Wunderschön. Ja, meine Nase ist jetzt voll geil. Habe ich so eine auf vorhin gemacht, jetzt ist meine Nase voll. Ey, Breaker Star. Leute, ich putze mal meine Nase, bis gleich. Und mit mehr oder weniger freien Nase melde ich mich wieder zurück. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in die nächste Arena rein, wo wir... Oh ja. Oh ja, ein Laufsteg. So, Freshwater bekommen wir von dem Typen hier, das finde ich cool. Leute, finde ich voll, voll konkret von dir. Ja, erstmal fangen wir hier mit diesem Ein-Auf-Model hier an. Ah, die Musik ist nicht schlecht. Nee, die Musik ist echt nicht schlecht. Gut, hier haben wir Lauch vom Model. Ein Pikachu kommt rein. Okay, Pikachu Level 31. Boah, wird jetzt nicht sonderlich schwer. Ah, nicht wirklich, ne? Okay, Doppelteam. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Kann ich mit leben. Bulldozer und, ja, One-Hit. Perfekt, so will ich sehen. Gut, als nächstes, was ist Joltik? Was ist Joltik? Also, WhatsApp. WhatsApp. Ja, ich zapfe dich ab, WhatsApp. Ja, ich bin WhatsApp, ich zapfe dich ab. Gut, das müsste jetzt auch Down sein, was auch der Fall ist. Bay, ist leider noch kein Level Up. Das nächste Pokémon ist ein Elekid, cool. In das Pokémon habe ich ja auch. Okay, alles klar. Okay, das ist nur irgendeine Wall. Special Defense kommt. Ja, okay, Bulldozer ist ja eine physische Attacke und ja, von daher ist es nicht schlimm. Mein Pokémon will Crunch erlernen. Ja, gerne. Hier.
Ja, das kam weg. Ey, unnötiger Scheiß ist das. Faint Attack, was soll ich mit so einem. Okay, Nikona hätten wir jetzt besiegt und ja, ja, komm, jetzt mach keinen Scheiß. Mädel, mach keinen Scheiß. So, back und dann Hyper Potion einsetzen auf Bay. Gut, Bay ist jetzt auf Level 34 und ist somit mein stärkstes Pokémon. Mir wäre es schon am liebsten, wenn sich Bay entwickeln würde. Wer weiß, ich glaube, ich mache sogar Offscreen bis zum nächsten Part, also Offscreen-Training. Und da gucken wir mal, wie sich alles so ergibt. Okay, jetzt kommt Luxio rein. Luxio, okay, Luxio ist ein Pokémon aus der vierten Generation. Die Weiterentwicklung von Shinyx, die Vorentwicklung von Luxtra. By the way, Luxtra ist echt ein bombiges Pokémon. Wenn ich irgendwann mal ein Platin-Let's Play mache, dann kommt definitiv so ein Luxtra in mein Team. Definitiv. Naja, auf jeden Fall, Luxio hier, was jetzt down gegangen ist, ist von Typ. Ja, ist klar. Elektro, ne? Normal Elektro, was denn sonst? Warte, kurz pausieren. Ey, das ist so scheiße mit einem Let's Play zu pausieren. Naja, egal. Ich muss es jetzt hier schnell schaffen, da ich jetzt gleich auch wieder weg muss. Ja, ist scheiße, ne? Ja, was soll man machen, ne? Ach, scheiße, Baby ist der Unkack. Was noch rein? Conan am besten. Conan, setz Nitro-Ladung ein. Weil ich glaube, Nitro-Ladung wird auch ja, relativ viel abziehen, da ich sogar Quick-Claw besitze. Oh, sind wir schneller. Initiative steigt wieder. Elektroball, scheiße. Ist die Initiative von diesem Party so hoch? Ich dachte schon. Weil je höher die Initiative eines Pokémons zum Vergleich des anderen Pokémon ist, also nehmen wir mal an, Elekid beherrscht jetzt Elektroball, was es auch tut, ja. Und kämpft gegen ein sehr, sehr lahmes Pokémon. Dann würde Elektroball mehr Schaden machen, als wenn es gegen ein schnelleres Pokémon gewinnt. Also je höher die Differenz bei der Initiative ist, desto höher wird der Schaden. Natürlich muss man im positiven Bereich dann sein. Also die Initiative meines Pokémon müsste dann schneller sein als das andere. So, ich hoffe, ihr habt es mehr oder weniger verstanden. Weil ich erkläre es nicht nochmal. Egal, Flame Charge. Das war Katastrophenerklärung, scheiß drauf. Ich habe dieses Voltech. Ne, ich meine Voltenso will ich jetzt auch langsam down bekommen. Flame Charge. Komm, Flame Charge. Ach, scheiße, das Ding geht nicht down. Das Ding geht nicht down. Flame Burst. Flame Burst. Flame Braten. Flame Burst. Und noch einmal. Und, ach, fast down. Scheiße. Ich denke so, das ist fast down, aber nee, muss nicht down sein. Ach, kacke, mein Pokémon ist jetzt down. Würde ich sagen, Zane geht mal rein, ne? Zane, du kannst jetzt was Gutes für die Menschheit tun. Zane, setz den Leafblade ein. Weit, okay, ist kein Problem. Leafblade und down. Und down, und down, und down. Ja, logisch, down. Nach so einem Angriff muss man ja down sein. So, Zane ist jetzt Level 33. Noch ein paar Level und dann hat sich das Pokémon entwickelt. Und somit, meine Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Like und tschüss.